Yo, 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 das ist die Flame, aka der Frankfurter Feuerwehrmann, aka Flames Brown, aka Billy Bounce. Und wir sind gerade in Köln im E-Werk auf der wunderbaren Dynamite Deluxe Tour featuring mir und Masimoto als Vorgruppe. Ja, wie die Tour läuft, sie läuft eigentlich sehr gut. Die Leute sind euphorisch irgendwie, voll geil. Also, weißt du, so 1000 Leute, die dann einfach jumpen und Spaß haben. Das ist richtig geil. Und meine Aufgabe ist so der Hype Man, sage ich mal. Ich habe natürlich auch meine eigenen Songs mit in die Show integriert, aber ich bin schon so der Hype Man mit in der Show, der Flummi, der von rechts nach links hüpft und Spaß hat einfach. Hey, ihr könnt sehen, noch am Start oder was? Die sagen, dass du nicht mehr so wie früher bist. Die haben gehört, deine Wange wäre geblockt. Und danach hat man dich nie den Nacken getroffen. Die haben erzählt, dass dein Leben nichts mehr geht. Dass du ein Egoist bist, nicht gerne schlägt. Ich hab im Internet gelesen, du bist wack. Du schreibst keine Hits und keine guten Raps. Die Leute erzählen, wie wenn der Tag lang ist. Doch die meisten, die sagen, die Flamme kann nix, sind diejenigen, die man überall antrifft. Ist lustig, dass du uns das fragst, wie wir uns kennengelernt haben, weil wir irgendwie vorgestern erst drüber geredet haben. Und ich habe ein sehr krasses Key-Erlebnis mit viel, also mit all drei Dynamite Deluxe-Members habe ich echt krasse Key-Erlebnisse gehabt. Das erste Key-Erlebnis war, da gab es noch keinen 5-Sterne-Deluxe, aber Tobi und das Bo bei uns in Frankfurt im O25. Und da sehe ich da so einen schwarzen Jungen, der echt float wie eine Maschine. Und das hat mich natürlich gefreut. Das war halt damals, wann waren das? Irgendwie 96, 97 oder sowas. Dann musste ich halt direkt in die Backstage gehen. Hier, Junge, dir muss ich Props geben, du bist ein geiler Rapper. So. Und da war er, aber Sam war in der Ecke, hat gesessen, richtig schlecht gelaunt. Scheiße. Danke trotzdem, aber es war scheiße. Und ich war total beeindruckt von ihm, aber das hat mich noch mehr beeindruckt, dass er so ein selbstkritischer Mensch ist, weil es halt auch viele Rapper gibt, die dann von der Bühne gehen und haben 20 Leute geschrien und Hallo gesagt und dann sind die Rapper gleich, yeah, ich bin G, ich bin ein geiler Rapper. So. Und er war halt einfach einer, der so ein 800er oder sagen wir 600er der Location irgendwie voll begeistert hat und selbst noch gedacht hat, scheiße. Und danach habe ich ihn halt nicht mehr so wirklich getroffen. Also die waren dann auch manchmal auch noch auf Konzerten von uns als Asiatic Warriors damals, so in Hamburg auch. Und dann habe ich aber halt, wie gesagt, so Eisfeld kennengelernt, dadurch, dass ich halt die Musik auch von Beginn an gut fand. Und wir haben dann irgendwie sind wir in Kontakt gekommen in Frankfurt. Und dann bin ich halt nach Hamburg gefahren und dann habe ich halt erstmal Dynamite und Tropf kennengelernt. Aber die waren erstmal so richtig kalt. Also, weißt du, von abseits erstmal, die haben mich erstmal gescoped, so weißt du, gecheckt. Aber das hat mich aber auch eher beeindruckt, weil sonst siehst du natürlich immer erstmal, okay, ey, alle Rapper, alle Musiker, wir sind Freunde, toll, toll, toll. Und hintenrum wird dann dumm gelästert, so. Das fand ich halt cool, dass sie um mich erstmal gescoped haben. Dann haben wir irgendwann alle gesehen, wir fahren alle voll den gleichen musikalischen Film. So. Ja, und es ist jetzt schon seit 98, 99 kennen wir uns jetzt. Ja. Mathe waren auch in ihrem Halbdach. Die meisten waren nicht die Hälfte von Halbstadt. Doch im Rap-Geschäft ist man direkt der Chef. Ganz egal, was für ein Rap man in den Texten schwätzt. Wichtig ist GG oder echter Rap. 95% davon ist der letzte Dreck. Was ist bitte mit den Brüdern los hier? Ich glaub, so viele von denen sind überdosiert. Das, was sie tun, hat man schon früher probiert. Für was nennt man sich gegen etwa für das Kopieren? Das ist ganz klar, man tauscht sich auf jeden Fall aus. Also ist klar, dass man dann, dass ich dann zum Beispiel Sam anrufe und sagt, hier, mir geht das alles auf und sagt, ich glaube, ich mache das lieber alleine. Und dass der dann auch erstmal sagt, hier, erstmal lacht und sagt, ja, okay, dann wirst du wahrscheinlich bald noch weniger Haare haben, so, oder graue Haare. Aber trotzdem ist es dann in dem Sinne für mich einfach die beste und die logischste Konsequenz gewesen. So. Und deswegen, natürlich frage ich ihn auch hier, tue ich mir da wirklich einen Strick um den Hals, wenn ich jetzt irgendwie ein eigenes Leben mache oder so? Und dann hat Sam mir auch gesagt, nee, machst du nicht, Alter. Du, vielleicht kannst du auch endlich mal einen Euro sehen von deinen Plattenverkäufen, nicht immer nur Vorschüsse kriegen und dann nichts mehr irgendwie, so weißt du. Und das ist natürlich, man ist immer erstmal skeptisch, man ist auf dem Label gewesen, wo was nicht funktioniert hat, aber ich finde, man sollte da nicht skeptisch sein, sondern man sollte sich ein Beispiel an den Fehlern nehmen und versuchen, die dann halt nicht zu machen. So. Und im Großen und Ganzen war Eimsbusch einer der besten deutschen Rap-Labels, so muss man wirklich sagen, weißt du. Und wenn dann irgendwann das Wirtschaftliche dazukommt und wenn dann irgendwie dieses Label versucht zu expandieren, man macht halt auch, jede Firma macht mal Fehlinvestitionen, weißt du. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht zu jung waren. Ich glaube, dass Eimsbusch generell die Idee wunderbar war, aber dass dann halt natürlich, es können nicht die Musiker, die auch noch sich jeden Tag den Arsch aufreißen, um selbst Musik zu machen, noch das Label zusammenhalten. Das geht einfach nicht. Und jemand wie Eisfeld, der dann irgendwie jeden Montag dahin gekommen ist für ein Meeting und hat den Leuten was gesagt und Eisfeld war mit seinem Geld mit da drinne.
Und dann kommt er irgendwie am Mittwoch rein und dann sind die Sachen schon wieder vergessen worden. Irgendwann ist das halt auch deprimierend. Und irgendwann sagt man auch, ey, ich mach die Scheiße einfach zu, weil, wenn, weißt du, es geht ja noch nicht mal um die Künstler. Aber dann sind die Mitarbeiter im Büro schon vielleicht zwei, drei nicht wirklich tight. Und dann kommen noch irgendwelche Künstler, die die Hand aufhalten oder sagen, ey, warum bin ich jetzt noch nicht ein Star? Irgendwann sagt man dann auch, okay, das bringt nichts. Wenn sie glauben, wir sind auf hohen Deiß, warum werden wir unter keine Gruppe laufen, verdauen und werden heißer. Also ich möchte zum Beispiel als Labelbesitzer niemals jetzt, also früher habe ich oft versucht, Leuten Tipps zu geben oder mach mal so und es ist dann immer anders ausgelegt worden, weißt du. Ich möchte niemandem mehr reinreden. Ich möchte, dass ein Mensch zu mir kommt und sagt, ich habe eine Vision. Und meinetwegen kann dieser Mensch ein Rohdiamant sein. Und wenn der zu mir sagt, okay, dann leg jetzt mal die Pfeile an und wir gucken, wie wir uns, mich zu einem Brillant kriegen, dann ist das cool, weißt du. Aber ich möchte Menschen mit einer Vision und mit einem Ziel haben. Genauso wie ich das damals hatte, mit 16 sogar schon, wusste ich ungefähr, wo ich hin will. So, weißt du. Und genau sowas, wenn ich sowas sehen sollte, würde ich es auch sofort sein. Aber bei mir generell, also ich glaube, als Labelbesitzer muss man, um erfolgreich zu sein, sollte man ein bisschen mehr auf eine neue Innovation, also auf was gucken, was vielleicht noch nicht an jeder Ecke gibt und auch wirklich sagen, ey, das sind zwar alles meine Freunde, aber kann diese Freunde auch hier diese Büroräume, die Miete zahlen dafür? Also mit dem, ich bin der geilste Typ von der Ecke vom Block, so, weißt du, kann man damit die Miete zahlen? Ganz ehrlich, mit der Crew Loyal Soldiers gibt's, also die gibt's natürlich noch, das ist, bin ich und der Mohammed, mein bester Freund seit 25 Jahren. Wir haben auch ganz bewusst dieses Label Soldier Music genannt, weil Loyalität ist in diesem Spiel oder in diesem sogenannten Game leider kein Hauptschlagwort mehr. Leute gucken, wo sie Erfolg haben können und laufen dann auch genau dahin. Und wenn sie dann jemand Älteres vor sich haben, wo sie vielleicht denken, okay, man kann das offen und ehrlich sagen, weißt du, es gibt halt Leute, die haben mehr Erfolg und denen wird vielleicht ein bisschen mehr gehört, aber die Leute sind halt 10 Jahre oder 12 Jahre jünger als ich. Und natürlich sagen Leute, ja, du hast ja noch nie so diesen richtigen Erfolg gehabt, so denken sie vielleicht in ihrem Kopf. Deswegen kannst du mir jetzt auch nicht sagen, wie es geht, Erfolg zu haben, weißt du? Deswegen habe ich wirklich das extra ganz bewusst wieder runtergestrippt und habe gesagt, okay, ich habe es probiert, ich wollte Leuten auch irgendwie eine Plattform bieten, Leute mitnehmen. Die Leute haben das nicht wirklich appreciated oder waren nicht dankbar genug und deswegen habe ich genau deswegen auch gesagt, alles klar, wir machen erstmal nur mein Album auf dem Label und gucken dann. Und ich will mich echt nicht auf Deutschland limitieren, sondern wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit Skola habe ich einen Song gemacht, beispielsweise so. Und der Typ würde zu mir kommen und sagen, Flame, ich fahre auf dich ab als Typ, war, hast du Bock, auf deinem Label eine Platte von mir rauszubringen? Wunderschön. Dann kann ich nämlich auch mal ein bisschen internationale Erfahrungen sammeln, weil das für mich sehr wichtig ist, weil Musik ja die universellste Sprache der Welt ist. So. Weißt du? You got money for war. No food for the poor. What's the solution? What are we fighting for?